Hallo zusammen, wir haben jetzt schon 3 Uhr und ich habe heute schon einiges gemacht, denn ich war heute schon 1,5 Stunden im Fitnessstudio und ich war 1 Stunde auf dem Laufband und habe danach noch ein bisschen Muckis trainiert. Dann geduscht und die hatten mein Zimmer nicht gemacht. Das heißt, beziehungsweise vor dem Duschen musste ich komplett verschwitzt runter in die Lobby latschen, weil die es gestern nicht gecheckt haben, dass ich halt nochmal 3 Nächte gebucht habe, wo ich extra da war. Voll verschwitzt in der Lobby, richtig angepisst, weil ich halt nicht ins Zimmer kam. Dann haben die mir nochmal neue Karten gemacht und so weiter. Dann konnte ich auch endlich rein und duschen. Das war schon so ein bisschen Kacke für 5 Sterne. Hallo, bin da extra gestern runtergelatscht, um das zu klären. Meinte dann so, ja, passt schon. Zimmer kann auch behalten werden. Ja, super. Das war geil. Ja, jetzt geht's für mich los nach Kuala Lumpur rein. Also ich bin ja eigentlich drin, aber ich wollte jetzt mal eher, das ist total dumm, was ich erzähle. Also für mich geht's jetzt los. Nochmal ein bisschen in die City rein. Und ich nehme euch dann jetzt einfach mal mit, weil das habe ich euch ja gestern versprochen. Also viel Spaß! Waren, Leute geschlafen haben. Ich finde, das muss man nicht auch noch im Video reinpacken. Ja, wenn man dann mal sein 5-Sterne-Hotel verlässt und so die Gegend darum, dann sieht man halt Kuala Lumpur richtig und auch zum Teil, wie arm das ist oder wie viele halt ärmere Leute sind und wie viele Reiche es gibt, die in den Mall shoppen gehen und keine Ahnung. Bedrückend so, weil man ist immer so ein bisschen eingepackt in seinem 5-Sterne-Bunker. Ist auf jeden Fall interessant, meine andere Seite zu sehen, aber auch krass auf jeden Fall. Ja, das, was ich eigentlich sehen wollte, und zwar, ich bin zwar in Chinatown ein bisschen drin gewesen, aber auch so den Nightmarkt und so, habe ich mal wieder nicht gefunden. Ja, ich werde jetzt mich langsam wieder auf den Rückweg machen. Es ist auch wieder mega heiß und werde noch mal ein bisschen gucken, was ich noch so sehen kann, weil zu den anderen Sachen muss man mit Taxi hinfahren und das ist mir halt gerade einfach auch ein bisschen zu teuer. Ja, ich glaube, ich setze mich da irgendwo mal einen Kaffee und google mal so die Sehenswürdigkeiten von Kuala Lumpur. Ich bin schon irgendwie 6 Tage hier und ich habe das noch nicht einmal gemacht. Aber Batu Caves kannte ich, deswegen habe ich die auch schon besucht. Habt ihr ja schon gesehen. Ja, ansonsten, falls heute nichts mehr kommt, was sehr wahrscheinlich ist, verabschiede ich mich heute. Ja, eher lames Video, aber ich hoffe, bald kommt wieder was Besseres.